Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Folge The Ghost mit Aiholin. Hi! Und wir haben einen neuen Modus, also auf der Map Hospital, also im Krankenhaus, haben wir den Modus Survival, wo wir 10 Minuten lang überleben müssen. Ja. Aber wenn wir einfach nur überleben müssen, denke ich mir so, wir können doch ganz einfach hier bleiben und campen. Ja, hier ist schön. Hier ist schön offen. Hier kann man gut den Geist ausweichen. Diesmal ist nichts mit Items einsammeln und flüchten. Hier ist jetzt einfach nur überleben. Survival. Gut, Leute, das heißt, es wird ein chilliger jetzt werden. Ja. So, und ja, und sonst so? Ja. Der Countdown läuft. 8 Minuten nur noch. Aber am Ende auch eine richtig schöne Cutscene. Ja, ich darf jetzt hier die 8 Minuten aussitzen und dann hast du gewonnen und bums, fertig, das war's. Ist halt echt so. Okay, 2 Minuten überleben wir schon, nur noch 8. Ich weiß nicht, hattet... das Tor einfach geklitscht. Scheiße! Okay. Aiholin reißt das jetzt alleine hier. Was war das denn? Ich wollte gerade so schön erzählen, kennst du im Sport zu diesem Minutenlauf und dann wird noch gesagt, ihr müsst noch 6 Minuten durchhalten und so. Ja. Nein, Bob. Verdammt. So, und ab hier war kein Ton mehr. Danke, Siri. Somit schneide ich den Ton von Aiholin rein. Also, sorry, wenn es nicht synchron ist. Das kam jetzt aber wirklich unerwartet. Ein Siri ging einfach an, hä? Guck mal, noch 7 Minuten, ey. Du schaffst das! Ah, das war ja mal wieder jetzt ganz große Klasse von mir. Wir können ja gleich nochmal die anderen Gegner ausprobieren. Bei der Kanalisation müsste es ja eigentlich chillig sein, ne? Oh. Taschenlampe flackert. Hast du es gesehen? Die kommt die ganze Zeit durch das Tor geklitscht. Oh je. Immer noch 6 Minuten. Nur noch 6 Minuten, das schaffst du. Ich gehe die ganze Zeit im Kreis. Ja, Leute, ich hoffe, es ist spannend für euch, weil, ja, ich laufe hier halt nur hin und her, ne? Also, weil ich voll mutig bin, ja? Ich bin voll mutig. Renn, Schlampe, renn! Lauf, Schlampe, lauf! Es sind gleich noch 5 Minuten. Oh. Was ist das wieder spannend hier heute, meine Damen und Herren? Werde ich es schaffen, ja oder nein? Ihr könnt schon mal Betten abschließen in den Kommentaren. Du.
Oh Mann, ey. Also die Hälfte habe ich schon mal geschafft. Ist ja schon mal was. Nein, geh weg. Wo auch immer du gerade bist. Ja, und sonst so, Leute? Wie sehr einfach nur herumrennen. Ja, was soll ich machen? Ich muss in Bewegung bleiben. Bob dachte sich so, nö, ich nicht. Ich bleib liegen. Bob, ey, Menschenskinder, ey. So wirst du doch nie abnehmen. Ich habe verzweifelt während des Laufens einen Lebenssinn gesucht. Ich habe keinen gefunden. Ich muss zu sterben. Oh Mann. Was halt aber auch lustig wäre, ist halt einfach nur, wenn du das jetzt schaffen würdest, und wir das einfach so hochladen, einfach so eine 10-minütige Folge, wie du einfach nur im Kreis läufst. Das wär's. Das müssen wir eigentlich bringen. Das ist dann die dümmste Folge, die wir je im Leben hochgeladen haben. Und die Leute dann gleich so sofort D-Abo. Im Titel, ich lauf nur im Kreis. Voila, kein Clickbait, Alter. Drei Minuten noch. Ach ja. Weil ich denke mal, bei dem anderen wäre das ja nichts anderes. Wir laufen trotzdem im Kreis, du weißt, was ich meine? Alter, das ist hinter dir, es verfolgt dich! Es ist da! Du musst den Raum wechseln! Oder? Es kommt! Es ist in der Mitte vom Raum? Ja. Es läuft, es will dir den Weg abdings. Es ist weg. Es ist weg? Okay. Okay, okay. Okay. Ja. Ich bin Moderator, weißt du? Oh je! Okay, okay. 2 Minuten nur noch. Da schaffst du! Jetzt alle Jule anfeuern! Wenn geschützt ist. Aber anfeuern! Los, Leute! Hi, Holy! Hi, Jule! Hi, Holy! Oh! Oh! Du schaffst das! You can do it! You can do it! Ah, ui. Wo bin ich gerade? Nicht schlapp machen, auch wenn du Asthma hast und gleich umfällst. Weitermachen! Ich kann nicht mehr! Ich bin aus der Puste! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Du schaffst das! Oh mein Leute, es bleibt spannend. Ich will hier einfach so voll den Assi-Move machen und hier... Sie kommt! Sie läuft wieder, die ist in der Mitte. Ja? Sie läuft, da liegt eine Bärenfalle übrigens. Sie läuft gegen die Wand rechts. Nein. So. Sie ist... Lauf doch, Mensch. Lauf, Mensch. Sie läuft Richtung Tür. Ah, scheiße. Oh Mann. Oh. 1 Minute, das wär's noch gewesen. Alter, aber fast geschafft, ey. Fast geschafft. Oh. Wir können's gerne nochmal machen, wenn du magst. Ja. Wollen wir diesmal die Kanalisation nochmal machen? Das Ding ist, da haben wir aber halt keine große Halle, wo wir irgendwie laufen können. Doch, da wo das Wasser ist, ne? Im Kreis. Ja, ich weiß ja auch nicht, wo wir da spawnen. Ich meine, der kommt ja erst, wenn wir da diese 2 Türen geöffnet haben. Der kann ja eigentlich nicht durch Türen, soweit ich weiß. Komm, wir nehmen jetzt einfach die Kanalisation und probieren wir... Ah, let's go, Jalle. Das wäre fast gut gegangen.
Okay, komm. So. Rein theoretisch. Dürfte der ja jetzt nicht kommen. Die Tür ist offen, du brauchst die gar nicht. Kann man so den Weg finden zum Entkommen? Das wäre natürlich jetzt interessant, ne? Oh mein Gott, das ist hier offen. Wir müssen ja jetzt keine Rätsel lösen oder sowas. Ich will da rein in das Loch. Ist ja interessant. Auch noch eine Tür. Gott, ist das riesig hier. Geht's da lang? Jo, was geht denn hier ab? Lol, haben wir eine Map? Wo sind wir hier gerade? Keine Ahnung, wo wir sind. War gerade bei mir oder ist bei mir? Okay. Ich laufe auch jetzt hier mit Taschenlampe rum. Ist mir egal. Wo bin ich denn hier? Ist mir egal. Egal. Sind wir im Kreis gelaufen? Also ich bin im Modul 3. Ich bin... keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin hier. Kanalisationskorridor bin ich. Noch 7 Minuten. Wie groß das hier alles ist. Ich bin jetzt auch da, wo du warst. Wo bist du jetzt? Oh, schade, man kann hier nicht durch. Wo bin ich jetzt? Construction-Bereich. Ich bin da gelandet. Gott. Alter, hab ich mich jetzt todes erschrocken. Ich bin dead. Oh je. Minuten 50. Das klärt die Wände hoch. Ja. Er kann die Wände hoch und die Decke. Oh. Ja, ich bin auch tot. Wir schaffen nicht mal den Überlebensmodus. Mann, ey. Ja, mit der Statue müsste es doch jetzt eigentlich easy sein, oder nicht? Wenn wir sie sehen, anleuchten und dann noch ein Stückchen zurück. Ich will's ausprobieren. Let's go. Lass es uns tun. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt einfach nur auf Toilette einsperren.
Ja, ich komme mit, ich komme mit. Hihi. Okay, wo waren die Toiletten? Das ist eine gute Frage. Warte mal. Map. Oh, ja. Sind gar nicht eingezeichnet. Also, wir können jetzt in die dritte Etage. Lass mal in die dritte Etage. Stimmt, die Tür war ja zu. Dann müsste sie ja jetzt offen sein. Okay. Aber auf dieser Etage sind die Toiletten. Irgendwo. Und zwar. Ja, genau. Hä? Okay. Hier will ich gar nicht sein. Wo bin ich? Hier sind die nächsten. Das ist die Bücherei. Also wir sind jetzt gerade in der zweiten Etage. Da ist der Abstellraum. Ich finde keine Toiletten. Muss mal drin scheißen. Und sind die vielleicht doch im Erdgeschoss? Aber auf der Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Ich gehe mal runter. Das ist ein Klassenraum. Sind die vielleicht hier? Nee, ist auch eine Abstellkammer. Ich hab sie! Ja, geil, Lea, ey. So, mache ich hier die Tür zu. Man da nicht. So. So. Okay. Ich bin auf dem Klo. Nein, mach die Tür doch zu. So. Also eigentlich darf sie uns ja beim Kacken nicht stören. Ja. Ich bleib jetzt hier drin, das ist mir dann zu blöd, ne? Ich mach jetzt voll den Arschloch-Move. Wortwörtlich halt. Oh, wie wir kein Spiel ernst nehmen, das... So. Ich weiß noch, in Dead by Daylight, so, wir spielen jetzt ernst und am Ende haben wir doch nur rumgedallert. Das war toll. Ach ja. Also, wenn dieser Plan aufgeht, dann presse ich ein Besen. Ja, das sag ich dir da. Alles klar, Lea randaliert schon wieder. Ja, ich hab meinen Stuhl um alles klar und oh, noch 6 Minuten leer. Ich habe Schritte gehört. Ich will nichts sagen, ich habe aber Schritte gehört. Ich habe mich nicht bewegt. Ich hock auf dem Klo, ich kann mich auch nicht bewegen. Oh mein Gott, so geil. Wir spielen Verstecken und die Statue muss uns suchen. Die wird uns niemals finden. Es wäre auch so cool, wenn man jetzt irgendwie so einen Punkt finden könnte, wo man sich rausglitschen könnte und das Monster da aber nicht hinkommt. Hat man easy gewonnen. Cool. Ja, auf jeden, ey. Wir schaffen das auch easy so. Ja, hoffe ich doch. Naja, die letzten zwei
zwei Runde hat jetzt keiner gesehen. Die sind nie passiert. Was? Was für zwei letzte Runden? Hä? Ist doch unsere erste Runde. Hä? Die ersten zwei, ich weiß gar nicht, was ihr meint. Vielleicht haben die sind noch ein Paulchen gespielt. Ja, aber echt mal hier. Die sind halt echt schlecht. 4 Minuten 30. Oh mein Gott, Leute, es wird spannend. Du. Nur noch 4 Minuten. Oh mein Gott. Also wer sich die Folge bis hierhin angetan hat, der schreibt Kartoffelsalat in die Kommentare, ja? Kartoffelsalat? Weiß nicht warum, hab grad Bock drauf. Geil! Oder schreibt Schoki. Schreibt Schoki in die Kommentare. Langsam. Ah, sorry, ich habe Flatulenzen. Ganz schlimm heute. Da muss ich erstmal Bräse sprühen. Jetzt riecht es hoffentlich besser. Weil jetzt stinkt hier nach Bräse. Boah. Wie viel hast du denn gesprüht? Ich verreck hier gleich. Gott, oh Gott. Hä, versuchst du auszusprechen? Nein. Hörst du das? Ja. Scheiße. Alter. Oh mein Gott. Es ist hier drin, Alter. Echt jetzt? Na, hörst du das nicht, dieses... Ja, aber ich habe Hoffnung, dass es nicht die Statue ist. 2 Minuten 30, oh mein Gott, Lea, ey. Alter, ich kacke mich gleich wirklich ein, ne? Oh mein Gott. Alter. Scheiße. Schaust du auch zur Tür oder wo schaust du hin? Ja, ich hab hier die Tür. Ich hab meinen Bildschirm seit 10 Minuten nicht mehr bewegt. Na gut, weniger als 10 Minuten, aber seitdem ich auf dem Klo bin, hab ich ja, den nicht mehr bewegt. Ich schau die ganze Zeit zur Tür. Alter. Oh Gott. Hilfe. Noch 1 Minute, ne? 1 Minute 30 noch, Lea. Oh, drück die Daumen in den Chat. In den Chat, in die Kommentare. In die Kommentare ganz viele Daumen. Und wir drücken weiter die Presswurst raus. Oh, 1 Minute gleich. Oh Gott. Oh Gott! Alter! Junge! Die randaliert ja richtig! 50 Sekunden Alter, noch! Alter, nur noch wenige Sekunden! Alter. Wir müssen bei 10 runterzählen, wie ein Countdown! Ja, auf jeden Fall! Das machen wir! Oh mein Gott! Ich dachte gerade, meine Taschenlampe geht nicht mehr an! Ich dachte nicht auch! Okay, gleich! Nur 30 Sekunden! Oh Gott, oh Gott. Geht wieder weg. Nee, doch nicht, oder? Ich weiß es nicht, Alter. Oh Gott, Lea, gleich geschafft. Alter, warte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Hey! Yeah! Gewonnen!
Aber warum kommt keine Cutscene? Wow, das war ja jetzt total enttäuschend. Das ist voll die Scheißfolge. Weißt du, du überlebst 10 Minuten, als Dankeschön kriegst du nix, ne? Das ist so die Kackfolge, weil die geht jetzt eine halbe Stunde, weil es jeweils 10 Minuten war. Für nix. Das ist die ganze Zeitverschwendung. Das ist die jetzt der Müll. Weißt du, du sitzt da, du kriegst dich nicht mal ein, weil vor der Toilette die Statue ist. Ja. Also, yo, nicht mal danke fürs Spielen oder so, weißt du? Ja. Alter. Also wir. Das ist die größte Enttäuschung. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, welches Spiel wir jetzt nicht mehr spielen werden. Also welchen Mode wir jetzt nicht mehr spielen werden. Das ist ja so scheiße. Voll deprimierend. Also Leute, wir gehen erstmal ausheulen. Wir bedanken uns trotzdem fürs Zuschauen. Denkt an euren Kartoffelsalat und... Genau. Ja. Bis denn. Ciao mit V und bis denn. Ich könnte heulen. Und ich gehe jetzt kacken.